Heike Kurtenbach hat sich mit 50 Jahren endlich ihren großen Traum erfüllt. Sie ist freischaffende Künstlerin geworden, und zwar hauptberuflich. Während der Corona-Zeit musste sie komplett ihr Leben umkrempeln und stand vor einer großen Entscheidung, sich einen neuen festen Job suchen oder endlich auf ihr Herz hören. Naja, ich bin 7 Tage die Woche damit beschäftigt zu malen und ich liebe das. Und ich wünschte mir eigentlich den 8. Tag in der Woche, damit ich noch einen Tag mehr malen kann. Let me tell you, by the day I met you there, that place, that smile, that was us. Ich habe früher was anderes gemacht. Ich mache das erst seit Anfang 2022. Ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich, ich war auf so einer Schule für Gestaltung halt und habe dann ein Praktikum am Essener Altotheater gemacht im Mahlsaal und da bin ich richtig aufgeblüht. Das hat mir so gut gefallen auf jeden Fall. Und dann habe ich mich halt doch dazu entschieden, eine Ausbildung als damals noch Schriftsetzerin zu machen. Aus Schriftsetzer wurde Mediengestalter und ich war tatsächlich 27 Jahre in diesem Beruf insgesamt. Dann kam Corona und dadurch blieben halt die Messen geschlossen und unsere Auftraggeber also komplett konnten keine Aufträge mehr geben. Und dann war halt dieser Bruch in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben. Ja, das war so ein bisschen so verglichen, als würde ich kurz vor der silbernen Hochzeit irgendwie dann die Scheidung eingereicht bekommen oder so ähnlich. Also es war schon sehr emotional tatsächlich auch, ja. Ja, als ich die Kündigung dann erhalten habe, dann stand ich halt vor dem Problem, was machst du jetzt, ne? Dann immer wieder die Frage, was willst du eigentlich, was macht dich glücklich? Also ich habe auf jeden Fall den kreativen Ausgleich schon lange gesucht und habe mich dann entschieden, dann machst du jetzt einen Cut und beendest diesen Beruf im grafischen Gewerbe, der dann halt im Büro ist, der vom Computer ist. Und habe gedacht, dann werde ich jetzt die Maus gegen den Pinsel eintauschen endgültig. Mein Umfeld hat sehr positiv reagiert. Gut, es gab auch so Stimmen wie sei vernünftig und Kunst ist eine brotlose Kunst und so. Aber unterm Strich haben mich alle bestärkt. Also ich habe jeden Tag gemalt. Ich habe so viele Porträts gemacht, dass ich mein Wohnzimmer oder zumindest meine Couch an meine Kunst verloren habe, weil ich die ganzen Leinwände müssen ja auch irgendwo hin. Und ich liebe es halt auch groß zu arbeiten, heißt nicht so klein auf so einem DIN A4 Papier, sondern gerne auf großer Leinwand. Je größer, desto besser. Kommt vielleicht vom Theater. Ja, ich war da irgendwie nicht zu stoppen und habe da eins nach dem nächsten gemacht. So I'm gonna stay. Genau, und so eine Ausstellung, ja, ich bin da sehr aufgeregt vor, aber ich freue mich eben auch gleichermaßen, weil, naja, das ist ja das, was ich auch wissen möchte, ne? Wie das auf andere Leute wirkt, so ein Bild. Und das ist faszinierend, weil ich denke mir natürlich etwas dabei, oder auch nicht, also es ist unterschiedlich, aber es gibt eigentlich zu jedem Bild irgendeine kleine Geschichte. Also wenn 4 Leute sich ein Bild anschauen, dann hat man 4 verschiedene Meinungen oder Gefühle oder so. Aber immerhin, keiner steht davor und sagt, oh, kann ich gar nichts mit anfangen. Also das schönste Feedback, was ich erhalten habe, war, glaube ich, von einer Dame, die sich ein Porträt angeschaut hat und dann, ja, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen, sagt sie, ich bin ganz verstrahlt. Das ist ein Bild, das guckt mir direkt in die Seele. Und sie spart da auch drauf, sich das kaufen zu können, tatsächlich. Aber das fand ich halt einen sehr schönen Kommentar. Also das will man mehr. Tolle Bilder.